scheiß Wimpern, Leute, es tut mir voll leid, aber. Quincy! Ja, okay. Du bleibst schön da sitzen, ne? Okay, beide Arme unten. Hupe in der Hand, Beine über Kreuz. Und guck geradeaus. Das müssen wir uns echt merken, Alter. Wenn der sich. Wenn der jetzt sich anfängt zu bewegen, ne? Alles cool. Wir haben bereits 10 Streichhölzer. Da ist der nächste Zettel. Wunderbar. Wir haben einen Fernseher. Kann ich Fernseher gucken? Okay. Warum? Warum? Ja. Müssen wir jetzt mit leben, Leute, ne? So, Clownboy ist immer noch da, ne? Füße sind noch über Kreuz. Ja, cool. Ja, geil. Dann, ab ins Bett. Linda wurde nachts wieder von Geräuschen im Haus wach. Mhm. Allerdings habe ich sie dieses Mal auch sehr deutlich gehört. Ich auch. Ich habe es auch mitbekommen, ne? Also kann ich sagen. Ich habe es auch mitbekommen. Kann man auf jeden Fall sagen, ey. Ich weiß nur nicht so recht, was das genau gewesen ist, ne? So. Jetzt. Guck mal, warum können wir nicht einfach in dem Raum schlafen, wo wir aufgehört haben? Okay. Erik, Alter! Was, du schiebst dir eine Wurst in den Arsch? Was machst du? Warum? Warum schiebst du dir eine Wurst in den Arsch? Das habe ich. Das hast du gerade geschrieben, das habe ich gelesen. Warum tust du sowas? Jo, Erik, ey. Ich hoffe, es ist alles gut bei deinem PC oder was auch immer da jetzt angekommen ist. Ich hab nur ein Bild gesehen oder ein Video, ganz schnell. Aber Grüße. Grüße. Bau mal wieder so einen Wasserbrunnen rein, das war richtig cool. So. Seit wann sind die Augen der Arsch? Das ist bei Eriks Körper ist das so. Der hat mehrere, also ich weiß jetzt nicht, Augen oder er. Nein, das Telefon! Das Finanzamt! Okay. Hallo! Hä? Warum geht er nicht ran? Warum hat das gerade geklingelt und jetzt geht er nicht mehr ran? Warum? Warte mal. Ey, ich raste euch aus, ne? Geh doch einfach ran! Nö, jetzt kannst du mich mal. Ich geh da nicht ran jetzt. Warst du das? Warst du. Nee, guck mal, der hat sich nicht bewegt. Okay. Entschuldigung. Ich wusste gar nicht, dass wir mehrere Telefone haben. Oh Gott. Warte.
Was sollen die Scheiße? Hä? Stand da immer schon ein Telefon? Oh Gott, Leute, ich warte kurz. Ich muss mal gerade kurz eben, ich brauche ein Tempo. Ich weil mein Auge ist sonst tot. Ah. Geil. Das ist nur GEZ, ja. Das muss doch mal rausgehen jetzt hier. Spiel hat's geschafft, ja. Nee. Wenn es das nur wäre. Das ist mega nervig. Du kannst halt... Ich fummel da die ganze Zeit dran rum, ne? Es ändert... Es tut sich einfach nichts. Wimper ist traitor, ja. Jetzt dreht mein Auge auch. Kann das nicht ansehen, wenn sich jemand in die Augen langt. Ja gut, da tut mir leid. Das wusste ich nicht. Hey, ich hatte gewusst, hätte ich das natürlich nicht getan. Entschuldigung. Zur Nase hinreiben? Warum? Okay, ich reibe zur Nase hin. Dieses Geräusch ist so schön. So, Telefon. Da liegt ein Schlüssel, ich sehe es schon. Schlüssel! Hä? Was war das jetzt schon wieder? Warum sehe ich das nie? Ich verpasse das immer. Wo ist das denn? Wo passiert hier was? Ich hab doch gesagt, da steht kein Telefon. Da stand noch nie ein Telefon. Warum steht da... Ich hab's doch gesagt. Ich hab's gesagt. Da steht kein verkacktes Telefon. Da stand vorhin kein Telefon und jetzt stand da gerade eins. Und jetzt ist es weg. Das kann doch nicht normal sein. Also, natürlich ist das nicht normal. Aber... Kannst du das Spiel da heller machen? Nee, ich hab's probiert. Es geht leider nicht noch heller. Es tut mir wirklich leid. Es geht. Ich könnte mal gerade was probieren. Warte kurz. Ich probiere mal was. Das könnte vielleicht gehen. Dass wir quasi das so machen. Und dann geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Warte mal, das ist falsch. Ich probiere es gerade mal. Ich probiere es ein bisschen heller zu machen. Nö. Das geht auch nicht. Kann man das bei OBS nicht heller machen? Einfach so? Warum kann ich denn das nicht heller machen? Also, es muss doch gehen. Zuschneiden, Pad. Skalierung. Wartet mal, geht das vielleicht so? Doch, Filter. Ja, Filter, aber da also, ne? Ich kann da nicht irgendwie Helligkeit auswählen, oder? Ich bin einfach doof. Also ich gehe auf Filter. Und dann, was nehme ich denn dann? Also was muss ich denn da reinmachen? Hier ist Bildmaske Blend. Dann haben wir einmal Bewegung. Dann haben wir einmal Chroma Key. Ah, guck mal. Sollte besser sein. Oder? Also es ist jetzt nicht alt, also es ist jetzt nicht viel, viel heller, aber es ist, glaube ich, ein bisschen... Also wenn es zu hell ist, dann sagt mir Bescheid, Leute.
Wir machen mal hier das Licht aus. Viel zu hell, okay. Ja, dann machen wir das einfach so, wie es vorher war. Weil das ist ja doof. Das wäre sonst blöd, ne? Das wollen wir ja nicht. So. So ist auch scheiße, oder was? Filter raus und... Was? Lol, da ist ja die ganze Farbe weg. Stimmt. Ja gut, ne? Okay. Ja gut, dann muss das jetzt so bleiben. Dann muss das jetzt so bleiben. So. Ich meine, also, es ist zwar ein bisschen dunkel, aber es ist halt jetzt... Es gehört halt zum Spiel, so. Ich kann halt da jetzt auch nichts machen, Leute. Also, ich will ja jetzt auch nicht, dass die Leiste da oben weg ist. Das wäre auch doof. So, hier haben wir ja alles schon gesehen, soweit. Wir haben zwei Schlüssel. Tachchen. Der sitzt immer noch so, ne? Der bewegt sich kein Stück. Oh. Schon wieder ein Nimbus 2000. Hä, ist das Fisch? Das ist Fisch. Alter, ich dachte gerade, da steht jemand vor dem Fenster, ne? Donald! Donald ist wieder da. Geil! Wir sollten den Clown einen Namen geben. Wie sollten wir den denn nennen? Oh, guck mal, hier ist der Zettel. Wie sollen wir den denn nennen? Ich habe keine Ahnung. Oh, Batterien haben wir auch genug. Wie soll denn der Clown heißen? Friedelbert. Friedelbert. Pennywise, ja. Genau. Pennywise. Egon. Egon der Clown, wer kennt ihn nicht? Wolfgang, Alter. Wolfgang der Clown. Kann ich nicht nehmen. Kann ich nicht nehmen. Ludwig, ey. Ludwig. Ja, Erik wäre jetzt ein bisschen. Weißt du, es noch nicht gelesen hast, streiche ich also nicht nehmen, wenn 6 oder. Wenn sie verliert oder. Ach so, okay. Ja, habe ich mir schon gedacht. Stimmt. Aber danke. Semmelrogge. Detlef. Ja, Detlef. Oh, Junge, das ist Detlef. Detlef der Clown, Mann. Detlef. Was geht. Ab. Okay, der hat sich nicht verändert. Ich dachte gerade, der hat sich verändert. Detlef! Geil. Detlef, Mann. Was war denn das jetzt für eine Scheiße? Detlef, was war das? Du hältst die Stellung, Detlef. Du machst das schon. Der passt auf. Detlef passt auf uns. So, gute Nacht, Seit Detlef. Heute kreisen ständig Krähen um der Taues. Teilweise ist es draußen kaum auszuhalten, wehen den Lärm, den sie machen. Ah. Ja, danke für die Info, ey. Ich höre das auch die ganze Zeit. Okay. Wir haben keine Schlüssel. Wieso haben wir keine Schlüssel? Was sollen wir denn jetzt machen?
wahrscheinlich sollen wir wirklich raus, ne? Wegen den Krähen oder was? Oder was soll ich davon jetzt? Okay. Wir gehen raus. Es geht raus. Es gewittert einfach durchgehend. Hallo! Wo sind denn die Krähen? Die sind doch weg. Die Krähen sind weg. Die Frösche sind auch weg. Ja, die Stimme, die ist ja nur ganz selten. Also die ist ja jetzt nicht durchgehend oder so. Also die Stimmung an sich ist schon da. Wenn die Stimme halt... Ich finde halt, die Stimme lockert das ein bisschen auf. Also zum Glück. Hi-o! Creo! Creo! War wieder jemand geraschelt. Was denn? Raschelt denn da so? Ich glaube, der Baum muss mal. Ne, ich finde es auch nicht störend. Wie gesagt, ich finde es halt, wenn es dann kommt, dann eher locker machen irgendwie. Aber klar, das muss natürlich jeder irgendwie selber für sich entscheiden. Oder herausfinden oder erfinden oder empfinden oder bauen oder zusammenschrauben. Das hier mal blitzt, ne? Das ist echt toll. Ja, klar. Aber was sollen wir denn... Wow, da hinten ist gerade ein Blitz eingeschlagen. Geil. Herr Vogelscheuchenmann? Haben Sie Krähen gesehen, die vielleicht zufällig hier vorbeigekommen sind? Die mal was fragen, warum die immer so bei uns rumfliegen, weil das ist schon sehr laut, oder finden sie nicht? Ich meine, sie sind ja die ganze Zeit draußen. Sollten mal reinkommen zu uns, das ist viel gemütlicher. Bitte nicht. Da hat wieder was geknarzt gerade, ne? Guck mal hier. Ach, haben wir schon. Was soll das denn jetzt für mich als Anhaltspunkt bedeuten? Irgendwas mit Krähen, aber hier sind gar keine Krähen. So, WTF? Was soll ich denn jetzt hier? Ist das Hängeschloss schon auf? Nee, das war doch zu. Das war da noch drum. Ich guck mal kurz. Kein Problem. Ja, die Scheuche ist weg. Stimmt. Du hast recht. Die ist weg. Krähen, Krähen, Krähen. Haben Sie eine Krähe gesehen? Oder Sie? Weh in den Ohren, ne, wenn er so reinbummst. Das pfeffert schon ordentlich. Stopp. Halt, stopp. Wo sind denn die Krähen jetzt? Für eine Disco. Also ich kann mir gerade irgendwie nicht helfen. Ich weiß nicht, also wenn wir wirklich nach draußen sollten, dann habe ich jetzt halt hier nichts gefunden. Ich meine, wir haben halt auch keinen Schlüssel oder so, ne? Also wir können ja jetzt nicht weitersuchen.
Natürlich müssen wir raus. Natürlich müssen wir raus, klar. Damit, da werden wir so weit kommen, wenn wir nach draußen gehen, damit wir schön dann, damit dann schön hier alles... schön. Wow. Wir werden nie wieder was sehen, Leute. Nie wieder. Niemals wieder werden wir was sehen. So, wollen wir wetten, dass der jetzt nicht mehr da sitzt? Damit hätte ich jetzt noch nicht gerechnet. Was war das denn? Was war das denn für eine Nitro-Katze gerade, Alter? Was zum Teufel war das denn gerade? Danke für den Schlüssel, Mann, Detlef. Ja, nix, kein Problem. Ja, scheiße, Alter. Hä? Achso, hier waren wir ja schon drin. Fernseher geht ja auch nicht mehr. Stimmt. Da war ja was. Oh, nö, ey. Jetzt haben wir halt einen Kackschlüssel schon wieder, ne? Einen Kackschlüssel. Was sollen wir denn damit jetzt anfangen, bitte? Bloß eine Katze, aber wie die losgebrüllt ist und wie die losgepaced ist, also... Das ist doch nicht mehr normal. Kennen wir schon. Verschlossen. Hallo. Taschen. Okay, ist da. Alles okay. Hier vielleicht. Hat jemand eine Tür gesehen, die noch abgeschlossen ist? Wahrscheinlich müssen wir wieder hoch, ne? Klar müssen wir wieder hoch. Natürlich müssen wir wieder hoch. Oh, Strom geht immer noch nicht. Also warum auch? Ich meine, ist ja alles kaputt. Wir könnten halt Kerzen anmachen, ne? Das könnten wir machen. Mal ein bisschen Licht. Ganz einladen, ne? Ach, guck mal an. Ein neuer Gang. Wie toll ist das denn? Das freut mich ja total. Oh. Da geht's die Treppe hinauf. Ach ja, wie toll ist das denn? Das freut mich ja total. Peter Pan? Ich glaube, das ist ein falsches Universum, mein Freund. Ich glaube, du musst mal den da oben zu dem Stern. Da bist du richtig. Ist nur ein Schatten. Kennt ihr das nicht auch, wenn ihr dann manchmal im Bett liegt und dann so an die Wand guckt? Och, guck mal, dieser Schatten sieht aus, als würde da gerade jemand irgendwie nach Hilfe schreien oder irgendwo hinzeigen. Und die Oma wieder, ne? Die Oma wieder, Alter. Fucking Oma wieder, ne?